Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu Final Fantasy VII Remake. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Endlich ist das Spiel da. Wir haben sehr lange drauf gewartet und jetzt können wir es endlich zocken. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle an Square Enix für die Bereitstellung vom Spiel. Die haben mir das Spiel schon einige Tage vor Release gegeben. Ich darf euch das Spiel auch einige Tage vor Release ein bisschen was zeigen, zumindest davon, was auch sehr, sehr korrekt ist. Also vielen Dank dafür. Freunde, wenn ihr Bock habt auf Final Fantasy VII hier auf dem Kanal, würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr dem Video eine Bewertung gebt. Für euch sind es 2-3 Sekunden kurz investiert, für mich ist es ein richtig geiler Support, gerade beim Start von einem neuen Projekt, erster Part und so weiter. Ihr kennt es von, Support ist kein Mord. Werft auf jeden Fall auch gerne einen Blick in die Videobeschreibung, folgt mir gerne auf Instagram. Checkt mein Partner Instant Gaming ab, da läuft ein Gewinnspiel, wo ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt. Dort gibt es auch günstig Games, Guthaben etc. Die Frage der Folge, direkt mal vorweg, bevor wir jetzt wirklich ins Spiel starten. Was ist euer Lieblings-Final-Fantasy-Teil? Was ist euer Lieblingsteil? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und natürlich, kleiner Hinweis, es ist logisch, das Video wird Spoiler enthalten. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie die Story nicht vorweg spoilern wollt und es selber zocken wollt, dann wartet noch, zockt es selbst. Oder je nachdem, wie ihr Bock habt. Aber das sollte natürlich auch mal gesagt sein, Freunde. Ansonsten habe ich genug gelabert. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist, das Spiel endlich starten. Let's go!
Auf geht's, Rekord. Da packt der gute Cloud natürlich direkt die Dreipunktlandung aus. Freunde, natürlich, ich soll euch auch natürlich hinweisen, es ist ja auch logisch, das Spiel bzw. die Videos könnten natürlich Spoiler enthalten, ist klar. Ich muss dazu allerdings auch sagen, ich habe das glaube ich in der Demo schon erwähnt, ich habe das Spiel zu meiner Schande Final Fantasy VII noch nie gespielt. Ich habe mal zugeschaut, ja, aber selber gespielt, nein. Ich war damals noch zu jung für so große Rollenspiele auf der PlayStation 1. Ich habe es leider nie nachgeholt. Ich bin erst in die Final Fantasy Reihe mit Final Fantasy X reingekommen. Ja. Ja, Schande über mich, aber jetzt ist halt der Punkt gekommen, wo wir es vielleicht gemeinsam mal nachholen können. Obwohl ihr ja auch genauso wisst wie ich wahrscheinlich, dass Reifeprüfung bestanden, alles klar. Erster Schlag, erste Trophäe. Es ist noch nicht das ganze Spiel. Es wird in Episoden rausgebracht, allerdings ist dieser Abschnitt, soweit ich das mitbekommen habe, deutlich ausgebauter als damals der Abschnitt im Original. Auch mit neuen Story-Elementen, wenn ich das gesehen habe, auch neuen Figuren. Ich habe mir jetzt nicht jeden Trailer reingezogen zu dem Spiel, weil ich mich halt selber nicht spoilern lassen wollte. Ich mag das ganz gerne. Ich weiß ja, ich werde das Spiel spielen, da muss ich mir nicht jeden Trailer reinziehen. Das ist genauso wie bei Last of Us oder so, da ziehe ich mir jetzt auch nicht jeden Trailer rein. Ich weiß ja eh, ich werde es 100.000% spielen und ja, dann will ich mir vorher selber nicht das vorwegnehmen. So, wenn deine ATB-Leiste ausreichend gefüllt ist, kannst du Fertigkeiten, Magie und Gegenstände einsetzen. Dabei werden abhängig vom Kommando 1 bis 2 Balken benutzt. Gut, machen wir mal eben Fertigkeiten. Mutangriff. Zack. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube... Moment, wenn du dich stellen... Achso, ja, okay, automatische Aktion, ja, ja. Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht Unterschiede gibt, aber das ist ja jetzt erstmal der Bereich von der Demo. Der Abschnitt von der Demo. Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt zu der Vollversion. Allerdings, einen wird es geben. Wir werden uns ein bisschen besser umschauen. Das hatte ich ja schon in der Demo, im Demo angezockt gesagt. Ich muss jetzt nicht jede Kiste mitnehmen. Aber jetzt hier, Vollversion, ist natürlich was anderes, oder? So. Das sieht einfach nur nice aus. Was ist das hier? Okay, das löse ich auch. Ah, Alter, diese Partikeleffekte, nice. Nice, nice, nice. Alter, dieses riesige Schwert, ne? So, da zum Beispiel, da haben wir Kisten. Die werden wir jetzt natürlich häufiger mitnehmen, wenn ich sie denn sehe. Und ich übersehe. Ich gebe mein Bestes. Kann mir ja nur helfen im Laufe der Zeit. So, wenn du auf Frachtkisten von Shinra stößt, solltest du versuchen, sie mit bla zerstören. Manche der Kisten enthalten Heiltränke, ja? Machen wir. So. Okay, das wird auch automatisch eingesammelt, oder? Ja. So. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade. Der ist ja richtig traurig direkt. Nicht gerade ein Sonnenschirm. Das ist wie hübsch, ne? So einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Alter! Schon gut, behalt's für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Mieser Diss, Junge. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder?
Ja, oder? Gleich öffnet sich das Tor. Okay, gut. Keine Angst, Freunde. Keine Angst. Ich bin bei euch. Ich werde euch unterstützen hier. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Ey, Junge. Cloud, der sympathische Dude. Ha? Man kennt ihn. Komm jetzt. Ey, ich hab's schon in der Demo gesagt, Freunde. Der Synchronsprecher von Barrett. Unfassbar, Mann. Richtig. Du kostest cooler Typ. Hoffentlich bist du es wert. Richtig cooler Typ. Ich muss mal wirklich mal mal raussuchen, wer den gesprochen hat. Vielleicht wisst ihr es ja, wer der deutsche Synchronsprecher ist. Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und, Freunde, natürlich ganz vergessen. Vielleicht werde ich das im Nachhinein mal reinschneiden. Schreibt mir mal gerne bitte in die Kommentare, was euer Lieblings-Final Fantasy-Teil ist, wa? Schreibt sie mir ja gerne mal bitte in die Kommentare, ich bin mal sehr gespannt. Da gibt's ja immer so zwei, drei Favoriten, die oft genannt werden. Aber trotzdem, schreibt sie gerne mal rein. Vielleicht werde ich es nochmal am Anfang einfügen, damit jeder da mitmacht. Obwohl, wer jetzt schon nicht mehr Zuschauer, der ist sowieso, den kann man eh vergessen. Obwohl, kann natürlich auch einige geben, die sich gerade bei den ersten Parts immer erstmal so einen kleinen Eindruck holen. Jetzt. Das kann natürlich auch sein. Aber schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare. Okay. So. Hier ist nichts mehr. Nein. Ich glaube nicht. Die Musik, Alter. Okay. Ich muss aber erst hier kurz die Kisten zerstören. Das kann mir im Bossfight gegen die Spinne ja nur helfen, ne? Warte mal, interagieren, sorry, falscher Knopf. Obwohl, war das überhaupt eine Metallspinne? Ich weiß gar nicht mehr. Dass ich die Demo gezockt habe, ist schon wieder zu lange her. Seitdem habe ich irgendwie 4 Spiele durchgezockt oder so. Real Talk. Tatsächlich, stimmt sogar, Alter. So, hier sind noch Kisten. Die nehmen wir natürlich auch mal mit. Hier die auch noch. Heiltränke. Ja, das sind keine Kisten zum Zerstören. Oh, Besuch. Für dich. Böse Miete, böse Miete. Oh. Das ist ja, Alter. So 2-3 Treffer ist schon... Ich muss echt aufpassen, Alter. Ich sehe den anderen nicht. Ich muss erstmal die Katze hier erledigen. Ach, das soll ein Wachhund sein, Alter. Das sieht eher aus wie eine Katze, oder? Na, Gardist B? Tut's weh? Na dann. Geiler Reim, oder? Ja, ich weiß von. Heiltrank, schön. So, fertig. Achso, die beiden sind leer. Ich dachte, wir werden noch aufgeladen vom letzten Fight. Gehen die immer automatisch wieder runter, wenn der Fight vorbei ist? Ach krass, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich dachte, die bleiben aufgeladen, bis ich sie nutze. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Okay, hier ist auch nichts, wa? Ne. Achso, gedrückt halten, sorry. Cloud, hier lang. Bewegt euch, los! Ich bin unterwegs. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was?
Erbärmlicher Schuss und... Aber stell dich ruhig quer. Wir ziehen das mit oder ohne dich durch. Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Warum so aggressiv, Barrett? Keine krummen Touren. Keine krummen Touren. Okay. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Sehr gut, Junge. Was zum... Was zum? Die Tür. Die Tür, Junge. Hey. Ja, das wird euch auch nicht helfen. Wie Rorschach schon im Watchmen gesagt hat. Wollte ich auch gerade sagen. Ich bin nicht mit euch eingesperrt, ihr mit mir. Klaus Spezialfertigkeit Haltungswechsel. Wenn du Dreieck drückst, führt dein aktiver Charakter seine Spezialfertigkeit aus. Cloud wechselt mit Dreieck aus seiner flinken Allround-Haltung in die Offensivhaltung. Offensivhaltung. In seiner Offensivhaltung bewegt sich Cloud langsamer, kann dafür aber stärkere Angriffe ausführen. Wir können aber keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Wir blocken eh nicht, wir hauen einfach nur drauf. Alles klar, vielleicht sollen wir doch blocken, ja, mal gucken. Na gut. Impulshieb. Nice. Und weiter geht's. Woher nimmt er nur diesen Charme? Bleib bei der Sache. Ja, ich kann sich kaum noch konzentrieren. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Kinderspiel. Dann haut mal rein. Ich passe hier auf. Fahr jetzt hier aber nicht die Eifersuchtsschiene, wa? Oder? Wir können doch nichts dafür, dass wir so gut aussehen sind. Dass ihr uns so geil findet. Der Aufzug ist gerade noch unten. Drück mal den Knopf da. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich? Also Freunde, es gibt Unterschiede zu Demo. Natürlich ein bisschen mehr Story, oder? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Mako aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Mako ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten.
jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Barrett ist der Gruppe beigetreten. Barretts Besonderheiten. Barrett ist auf Distanzangriffe spezialisiert. Wenn du Quadrat gedrückt hältst, feuert er mehrere Schüsse hintereinander ab. Wechsle zu Barrett, wenn du aus sicherer Entfernung angreifen möchtest oder Gegner mit einer... Okay. Gut. Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt hier erstmal an der Stelle. Wie gesagt, ich darf euch ein bisschen was vom Spiel zeigen. Vorm Release. Wenn ihr Bock habt, zum Release können wir den voll durchstarten. Habt ihr da Bock drauf? Wenn ja, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt. Wie gesagt, ist für euch kurz 2-3 Sekunden investieren. Für mich ist echt eine richtig geile Unterstützung, gerade beim ersten Part. Freunde. Und wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Final Fantasy-Teil ist, den ihr jemals gezockt habt oder gesehen habt. Je nachdem, wie ihr möchtet. Ansonsten aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Das war's, haut rein und tschüss.